Zwischen den Runden. Der Boxtalk mit Finn Schröder und Nils Lapan. Herzlich willkommen zu Zwischen den Runden, der Boxtalk Folge 1000 gefühlt. Realistisch ist es, keine Ahnung, 24, 25, 26, irgendwie sowas. 24 sind wir. Gut. Da hat er sich auch schon direkt quasi mit der eingeworfenen Zahl vorgestellt. Mal wieder, was heißt mal wieder, eigentlich immer dabei. Und auch dieses Mal freue ich mich, dass er da ist. Finn Schröder, hallo. Ja, ich hatte in dem Fall keine andere Wahl, wenn du so schlecht vorbereitet bist. Ja, entschuldige bitte. Jetzt diffamierst du mich hier direkt vor unseren 47 Milliarden Zuhörern. Cold Hard Facts. lieber Finn, Boxwochenende liegt hinter uns, war nicht ganz so viel los, aber wir wollen trotzdem besprechen, was in der letzten Woche passiert ist, was in der kommenden Woche passiert. Da steht nämlich jede Menge an. Und natürlich, was gibt es für Gerüchte? Was wird gekocht in der Box-Gerüchteküche? Und da wollen wir direkt mit einsteigen. Ein sehr heißes Thema ist natürlich immer noch Tyson Fury gegen Deontay Wilder. Da ein kurzes Update. Gibt es da was Neues? Wie viele Videos hat Tyson Fury gemacht in den letzten 7 Tagen? Oder habe ich so einen, Abstand von genommen? Gucke ich mir jetzt nicht mehr so an. Nee, es gibt noch nichts Neues. Also es war so ein bisschen gemunkelt jetzt wegen der Lizenz von Fury, dass Fury noch keine Lizenz hat für entweder Las Vegas oder New York. Mhm. Also da wird es noch ein bisschen rumkrakelt. Und es gibt halt, wie gesagt, immer noch keine offizielle Bestätigung, wann, wo der Kampf stattfindet. Das ist schon interessant. Ne? Man wollte es ja eigentlich in der Woche nach der Verkündung damals, sage ich schon, so vor ein paar Wochen, dann direkt ankündigen. Jetzt haben wir schon einige Zeit wieder verloren und und das hat ja auch Warren Buffett gesagt. Warren Buffett, ja. Ach, Finn. Der hat ganz andere Sachen gesagt. Du meinst Frank Warren. Ja, entschuldige. Nee, Warren Buffett hat ja auch gesagt, dass er den Boxkampf schauen will, aber ja. Den meinte ich natürlich nicht. Frank Warren hat gesagt, dass er persönlich hat es ja gesagt. Ja, das war jetzt keine Tyson Fury Aussage, sondern der Promoter hat es angekündigt und hat gesagt, nächste Woche bekommt ihr Infos. Das wirft kein gutes Licht. Nee, ist auch schon offiziell auch verkündet worden für BT Sport Box Office, also der Pay-Per-View-Kanal von BT Sport. Da steht drin, it's on. Wilder gegen Fury, das wird auf jeden Fall als Pay-Per-View in England erhältlich sein. Naja, also ist interessant, weil das Wilder-Team hat ja den Joshua-Kampf deswegen auch, also den Vertrag für den Joshua-Kampf deswegen nicht unterschrieben, weil kein Datum und kein Ort angegeben war. Ach ja. Hier scheint es aber kein Problem gewesen sein, zu dem Kampf zuzustimmen, ne? Also ohne ein Datum zu haben und ohne einen Kampfort. Also, ja, das sind mir die Besten. Ja, ist das Wein predigen und Wasser trinken? Nee, irgendwie so in die Richtung. Du weißt, was Wasser ich meine. Predigen und Wein trinken. So rum. Oh, ich habe heute schwere Wortfindungsstörungen, aber ich hoffe, das legt sich noch. Wir sind noch ganz am Anfang der Folge. Es kann nur besser werden. Es kann auch nur besser werden für Vincent Feigenbutz. Der stand nämlich ohne Boxer da, beziehungsweise ohne Gegner, nachdem sein groß angekündigter Kampf gegen Toni Kraft, auf den sich, glaube ich, viele gefreut haben, kurz vorm Ausfall stand, weil Toni Kraft sich verletzt hat. Jetzt wurde aber ein Ersatzgegner herbeigeschafft. Man hatte so ein bisschen Angst, weiß nicht, wie es bei dir war. Bei mir war fast schon Panik, dass es ein nicht so starker Journeyman wird. Jetzt haben wir einen, hat Sauerland jemanden aus dem Hut gezaubert, der den Namen trägt, Ronny Mittag. Den kennen die Boxfreunde in Deutschland höchstwahrscheinlich. Was sagst du denn zu der Ansetzung? Ja, es ist gemessen also an den Umständen sozusagen ein ganz passabler Gegner, denke ich, den man dann noch bekommen hat. Weil 2 Wochen vorher sagen halt auch viele Boxer dann ab, die man anfragt, auch bessere. Ne? Also deshalb ist es denke ich, in Ordnung. Was allerdings so ein bisschen komisch an der Sache ist, ist, dass wie das gehandhabt wurde. Also, ich kann das ein bisschen aufschlüsseln. Wir bei Box 1 haben wir so bestimmt noch ein bisschen im Kontakt mit dem Team von Kraft und so weiter. Am Montag, letzte Woche, also vor einer Woche genau, hat sich Toni Kraft verletzt im Sparring am Ellenbogen und musste deshalb den Kampf absagen. Hat, glaube ich, war direkt beim Arzt. Die haben gesagt, 4 Wochen Pause, kein Kampf.
dann dauert das fast, ich glaube, ja, bis Sonntag, also bis gestern, 6 Tage, bis Sauerland ein, nicht nur den neuen Gegner dann bekannt gibt, sondern den Kampf Feigenbutzkraft überhaupt nicht mehr zu bewerben. Die haben den noch 6 Tage, nachdem sie wussten, dass der Kraft ausfällt, den Kampf weiterhin beworben. Tickets weiterhin verkauft für den Kampf. Auch auf der, ich habe am Samstag nochmal abends auf die Sauerland-Seite geguckt. Was schielt mir als erstes ins Auge? Das Poster Feigenbutz gegen Kraft. Da muss man ja mal fragen, was soll das? Warum lässt man auch die Leute so lange da in, im Ungewissen? Es soll auch Freitag noch eine Anfrage gegeben haben an Sauerland. Was ist denn los? Team Kraft sagt, sie können nicht boxen. Und dann kamen wir kamen von Sauerland, von einer Presseabteilung. Wir wissen nun von nichts, von der Absage von Toni Kraft. Es ist ein Chaos, muss ich sagen. Und das ist leider wieder das, so, ne, also es baut auf dem auf, was halt in den letzten Wochen halt so und Monaten so über Sauerland gesprochen wurde. Ich glaube, Abby war das von uns, der hat auch nochmal, Abby Tust von Boxen 1, der hat auch nochmal beim Eventim angefragt. Auch, das war auch Ende der letzten Woche. Und da wussten die auch noch nichts, das von der Absage oder so weiter. Also es ist alles ein bisschen komisch. Unorganisiert, ich weiß nicht, ob es unorganisiert ist, ob man vielleicht Angst hatte, wenn man es so schnell ankündigt, sozusagen, dass dann die Zuschauer abspringen und dann ich weiß es nicht. Das heißt, es ist ein bisschen schlecht gelaufen und aber dafür hat man jetzt einen relativ passablen Gegner noch bekommen, Ronny Mittag, der ich glaube zuvor im Mittelgewicht geboxt hat, wenn ich mich nicht täusche. Der geht jetzt hoch. Der stand auch schon im Training. Der sollte eigentlich einen anderen Kampf machen irgendwie. In Zinnowitz, ne? Ja, und deswegen wird er wahrscheinlich ganz gut in guter Form sein. Kann mich an den guten Herrn Ronny Mittag erinnern, weil er kämpfen sollte gegen wie heißt der gute Mann? Kämpfer von Thomas Hohlefeld, ehemaliger Kämpfer, der hier gegen Ramirez gekämpft hat. Nee, hat er gegen Ramirez gekämpft in Mexiko? Dominik Britsch, so ist es, genau. Der hat gegen Chavez geboxt. Chavez, sowas, genau, ja. Und der sollte damals gegen Ronny Mittag boxen und es war schon alles fix und fertig, meine ich, irgendwie sowas war das. Und dann ging es irgendwie um ein bisschen Geld und dann hat Dominik Pritsch alles hingeworfen, hat Hohlefeld verlassen als Promoter. Weiß ich noch, war eine unschöne Sache. Da habe ich Ronny Mittag, glaube ich, das erste Mal ist er da bei mir in Erscheinung getreten. Hat er so einen schönen Zwirbelbart irgendwie, ich weiß nicht, ob er den immer noch trägt. Auf jeden Fall optisch da ein Hingucker, sagen wir mal so. Ja, und was sagst du zu den anderen Umständen? Ja, schwer, ne? Also es ist schon sehr dubios und es geht fast in den Bereich unlauterer Wettbewerb, ja? Also rein rechtlich gesehen. Jetzt weiß man natürlich nicht, kann nicht beurteilen, wie es da gehandhabt wird. Also wenn jetzt jemand sagt, ich will meine Karte zurückgeben zum Beispiel, ob man dann sagt, nee, sorry, Karte ist gekauft. Das ist natürlich für mich nochmal ein ganz entscheidendes Indiz. Ja? Also wenn jetzt die Veranstalter sagen würden, nee, sorry, du hast jetzt vorgestern eine Karte gekauft, auch wenn du gedacht hast und wir damit geworben haben, dass noch Toni Kraft kämpft, wir geben dir das Geld nicht zurück oder die Karte nicht, du kannst die Karte nicht zurückgeben, dann ist das schon sehr grenzwertig. Das ist schon für mich kein Graubereich mehr dann. Allerdings kann ich halt nicht beurteilen. Ja, und ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass also hat das Sauerland nötig? Ich glaube es nicht. Nee, ich würde sagen, es ist auch organisatorisch irgendwie läuft da aber. Ja. Glaube ich auch eher, dass es organisatorische finanziellen. An und für sich hätte man, wenn das Montag bekannt gegeben wurde, spätestens Mitte der Woche hätte man eine Pressemitteilung rausgeben können. Toni Kraft sagt verletzt ab. Es wird unmittelbar jetzt geguckt, ob ein Ersatzgegner zu bekommen ist. Wir versuchen den Besten zu und so. Ne? Also vor allem glaube ich weiß nicht, wie du das einschätzt, aber ich sag jetzt Ronny Mittag oder Toni Kraft, ich sag zuschauertechnisch ist das kein Riesenunterschied.
Ja, weiß ich nicht. Ja, quotenmäßig sowieso nicht vom Fernseher. Das ist, glaube ich, relativ marginal darin. Aber vielleicht in der Halle, ne? Das kann sich, kann sein, dass das Kraft vielleicht eine ganz gute Anhängerschaft hat. Meinst du? Also, dass der jetzt. Ist ja oftmals so, dass so junge, aufstrebende Talente und so weiter, dass die gute Unterstützung nochmal mitbringen. Aber naja, vielleicht ist es beim Mittag, kommen dann viele mit von Mittag dann mit rüber. Und dann löst ihn dann, wird man dann sehen. Man wird dann sehen, wie voll die Halle dann noch ist beim Event. Was natürlich nochmal lohnt, ist für die, ist, dass am gleichen Abend in der gleichen Halle Avni Yildirim boxt gegen Lolenga Mock. Und die Avni Yildirim wird natürlich auch viele Zuschauer mitgebracht haben. Also, ja, und also ich sag, die Halle ist halt sowieso voll, ist meine Meinung. Ja, weil du hast Ahmad Ali wird noch kämpfen. So, der kommt, wenn mich nicht alles täuscht, aus Ludwigshafen oder Karlsruhe, also aus der Ecke kommt der, meine ich. Ich habe schon mal eine Veranstaltung von ihm gemacht, auch in Karlsruhe. Der hat da allein, keine Ahnung, 1000 Leute mitgebracht. Und du hast auch noch Dennis Ilbay, der auch noch mal richtig Leute mitzieht. Genau, ja, ja. So, also ich glaube, dass dass da schon die Halle wird voll sein. Ja, allein auch aufgrund dieser vier Ansetzungen, also Ilbay, Ali, Feigenburt, Yildirim, da macht es keinen Unterschied, ob jetzt Toni Kraft oder Ronny Mittag kämpft. Also das glaube ich nicht. Ich glaube deshalb wirklich tatsächlich, dass es organisatorische Gründe hat. Ja. Abgesehen davon ist ja eine ganz passable Card, die wir da haben. Was natürlich schade ist, dass parallel zwei andere Veranstaltungen in Deutschland stattfinden. Große. Ne? Wir haben SES-Veranstaltung mit Tom Schwarz und Adam Deines. Und wir haben in Lübeck Veranstaltung mit Karo Murat gegen Sven Vornling. Also das ist doch scheiße. Warum können sich die Promoter nicht absprechen und sagen, wir machen das nicht an einem Tag? Das ist doch. Aber nehmen Sie doch die Zuschauer. Ich weiß nicht, woran das liegt, aber das ist im Boxen, ist das also so meine Erfahrung, ja, ist das wirklich typisch. Also ich habe, wie oft werde ich jetzt zum Beispiel in kleinerem Rahmen, jetzt keine Fernsehveranstaltung, aber in kleinerem Rahmen werde ich irgendwo gebucht, ja, und dann heißt es, ja, ich habe mich hier mit dem, keine Ahnung, wenn ich jetzt in Frankfurt gebucht bin, nur mal als Beispiel, ja, so, ja, der Promoter XY, mit dem habe ich gesprochen, der macht dann 2 Wochen später. So, auf einmal kriege ich dann eine Woche vorher einen Anruf, ja, scheiße, der Promoter hat seine Veranstaltung doch dahin gelegt. Also irgendwie ist das im Boxen, habe ich das Gefühl, dass da wirklich jeder von sich so überzeugt ist, dass er sagt, wirklich Scheuklappen, ich schaue jetzt nur auf mich und ist mir egal, was die anderen machen. Ja, ich sag mal, wer da so ein bisschen für mich ein Alleinstellungsmerkmal tatsächlich hat, ist Ulf Steinfort. Ja, ich glaube, dass SES machen kann, was sie wollen. Die haben immer ihre gleichen Zuschauer, die haben da so ein bisschen ihr eigenes Gebiet, das die abgrasen. Da kann es dem egal sein, ob parallel noch Wilder gegen Fury kämpft. Oder was anderes in der Nachbarstadt, ja, der wird immer seine Leute voll haben, aber wie du schon sagtest, ja, dass jetzt EC und Sauerland parallel ein recht starkes Event machen, das ist schon überraschend. Genau, wir haben 3 im Fernsehen bzw. Internet übertragene Veranstaltungen, das ist dann nochmal bitter. Also EC wird bei Run Fighting gezeigt, ne? Genau, Run Fighting, dann haben wir Sport 1 und MDR, ne? Das ist es ist schade, weil du, willst du das alles gucken? Du kannst im MDR, kannst du dann in der Mediathek noch schauen und Sport 1 und lädt das ja teilweise auf YouTube ihre Events hoch. Ja, und muss dann auch alles im Nachhinein wieder gucken. Ne? Aber naja, gut. Können wir noch ewig weiter darüber reden. Nächste Woche ist dann noch genug Zeit dafür. Vielleicht machen wir sonst mal weiter. Sag mir nochmal, wie der Kampf ausgeht, Feigenbutz gegen Ronny Mittag. Feigenbutz, aber ich glaube nach Punkten. Sind wir mal gespannt. Die haben sich ja irgendwie segnen lassen, habe ich gesehen. Rainer Gottwald und die ganze Truppe waren in der Kirche, glaube ich, gestern oder vorgestern, haben sich da Segen von ganz oben geholt gegen Ronny Mittag. Schauen wir mal, was passiert. Wir haben noch einen recht interessanten Kampf angekündigt bekommen zwischen zwei aufstrebenden, kann man nicht sagen, eigentlich abstrebenden Schwergewichtlern. Erkan Tepa gegen Robert Hellenius angekündigt worden. The Nordic Nightmare kämpft gegen Erkan Tepa am 29. September. Was sagst du denn zu der Ansetzung? Ja, eigentlich hatten wir ja schon drüber gesprochen, war ja geplant.
Erkan Teper gegen Edmund Gerber. Das sollte stattfinden am selben selben Tag. Und ja, das war noch lange noch so schon so fest, aber wir haben mitbekommen auch vom Boxen 1, dass Gerber wohl krankheitsbedingt abgesagt hat. Was genau, wissen wir nicht genau. Also irgendwas mit dem Magen. Vielleicht hat er Magen-Darm-Grippe, keine Ahnung. Vielleicht eine heftigere. genau, und dann ja, kam es jetzt zum Kampf zwischen Tepa und Helenius. Sie wollten, war schon mal davor, das Gerücht, dass sie gegeneinander boxen, aber Anfang letzten Monats. Da war es im Gespräch, der Kampf jetzt findet da tatsächlich statt. Es geht aber um den vakanten IBF, ich glaube, Interkontinentaltitel. Also ist zwar natürlich ein wertloser Titel für uns, sagen wir mal, aber es kann natürlich den Boxer, der den gewinnt, den Titel, so ein bisschen wieder nach oben bringen in den Rankings, zumindest bei der IBF. Ja, was man sagen kann, die sollten ja schon 2015 mal gegeneinander boxen. Da gab es sogar, ich glaube, es war sogar Pressekonferenz. Ich glaube sogar, ging es, glaube ich, sogar bis zum Wiegen, ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall gab es mehrere Gegenüberstellungen auch. Dann sagte Teper den Kampf ab, erst aus Verletzungsgründen, und dann kam ja raus die ganze Geschichte mit dem Doping, dass er nach dem Price-Kampf positiv getestet wurde. Danach kam raus, dass er schon mal nach einem anderen Kampf positiv getestet wurde, und dann wurde er ja gesperrt, glaube rückwirkend und doch alles Mögliche. Das war ja eine sehr, sehr düstere Geschichte, die da rauskam. Ja, und man kann sagen, für Teper ging es danach ziemlich bergab. Also er war ja zuvor sozusagen die Nummer 1 in Deutschland im Schwergewicht. Hatte den Sieg gegen David Price in der zweiten Runde, der war ja sehr spektakulär. Und dann hatte er, ja, nachdem er dann wieder zurückkam, zwei aufeinanderfolgende Niederlagen gegen Christian Hammer und Mario Schwach. Und ja, das dürfte jetzt seine letzte Chance sein. Ähnlich gilt es natürlich auch für Robert Helenius, der zwei Niederlagen in den letzten Jahren erlitten hat. Einmal gegen John Dorpas, dann gegen Dillian White in England. Jetzt zuletzt zwei sehr hart erkämpfte Punktsiege gegen den Journeyman aus Weißrussland. Also das erste Kautzone. Erst ja Baku irgendwie der irgendwas Juris ja. Und so. Ja, aber der ist nicht schlecht, ne? Also der klar ist ein Journeyman, aber ich meine, ich habe mal ein, zwei Kämpfe von dem gesehen, der ist nicht schlecht, der gute Mann. Ja, der hat auch Gazan Gimbatov geschlagen, das war ein russischer aufstrebender russischer Schwergewichtler. Aber trotzdem der SD und so, ne? Also als erfahrener Mann wie Robert Helenius ist natürlich schon ein bisschen peinlich. Ja, also es ist sozusagen die letzte Chance, glaube ich, für beide. Nochmal irgendwie sich ein bisschen nach oben zu arbeiten. Aber oftmals sind ja, wie ich hatte ja schon mal erwähnt, solche Kämpfe zwischen zwei absteigenden Leuten sind ja oftmals sehr unterhaltsam. Ja. Können, also wenn sie dann nochmal Motivation fangen und so, dann kann da mal was passieren. Sag mir nochmal bitte zum Thema Erkan Teper. Der hat gegen Price geboxt, zweite Runde K.O.-Sieg, kam raus, gedopt. Dann wurde er ja als No Contest gewertet. Aber den Gürtel hat er behalten, ne? Irgendwie. Ist er denn als No Contest gewertet worden? Ich weiß es gar nicht. Bin ich mir nicht sicher. Ja, müsste doch eigentlich, oder? Nach einem, also. Nach menschlichem Ermessen, ja. Aber du weißt ja, wie es beim Boxen, das ist. Du weißt ja, ja. Also hat er noch einen bekommen, wahrscheinlich. Ad honorem. Wie das heißt, ad honorem. Ja, Dings hier, im Wartestand. Ja, also. Ja. Warte, ich kann es mal gucken, ich bin gerade hier mal drauf. Nee, der ist noch drin, der Sieg bei Boxtag. Also da steht keine NC drin, also steht weiterhin K.O. 2. Oh, gut, alles richtig gemacht. Ah, warte mal, ich kann das mal vorlesen, was da steht. Ja. Als unter The BDB disqualifies Erkan Teper from his latest fight. EBU European Heavyweight Championship versus David Price on July so und so in Ludwigsburg, Germany under supervision of the BDB and states that said fight is to be scored a no contest. The EBU, however, maintains the original result, stating that the title becomes vacant, but the result stands. Also, der Titel wurde vakant, aber das Ergebnis stand weiterhin. Ja, schön. Geil.
Das gibt es doch nur beim Boxen. Also wurde nur zusammenfassend, also er hat gegen Price geboxt, hat gewonnen durch K.O. in der zweiten Runde, kam raus, er wurde gedopt, oder war gedopt, sein Gürtel wurde ihm abgenommen. Bund Deutscher Berufsboxer hat gesagt, no contest, aber die EBU hat gesagt, Gürtel, wie gesagt, vakant, aber das Resultat bleibt bitte bestehen. Genau. Geil. Ja, interessant. Gut, ja. Ist nicht der größte Skandal, den ich im Boxen erlebt habe. Da gibt es andere Sachen. Na gut, das ist ein ganz anderes Thema. Könnten wir mehrere Bücher drüber schreiben. Reden wir lieber über ein paar positive Dinge. Noch natürlich Tipp. Erkan Tepa, Robert Hellenius, wie geht's aus? Ich müsste nochmal die Form sehen, körperliche Form von beiden Boxern, auch von Erkan Tepa. Kann ich noch nicht sagen. Ist. Dann sage ich es dir, K.O. Sieg Robert Hellenius, 8. Runde. Okay. Brauchst du nicht gucken, den Kampf geht so aus. World Boxing Super Series Staffel 2, da sind die Viertelfinalbegegnungen bekannt gegeben worden. Wir haben letzte Woche, glaube ich, drüber gesprochen, dass es für Noel Gebor, wenn es gut geht, wenn er ein bisschen Los- oder Draft-Glück hat, bis ins Halbfinale gehen könnte. Jetzt sind die Ergebnisse des Drafts raus und das lief nicht so gut für Noel Gebor, glaube ich. Ja, es war kein Draft, so wie ich das verstanden habe. Also es gab ja keine Draft-Gala. Also die Duelle wurden irgendwie so festgelegt. Ich weiß es nicht genau, an welchen Kriterien da jetzt rangezogen wurden. Keine Ahnung, also. Auf jeden Fall stehen die Viertelfinalbegegnungen fest und du hast die doch bestimmt parat und kannst sie uns präsentieren. Ja, erstmal wollte ich was anderes sagen. Die haben es ein bisschen umgebaut. Dadurch, dass wir jetzt drei Gewichtsklassen sozusagen haben und sozusagen dann durch mehr Kampf, mehr Kämpfe stattfinden, hat man das so geregelt, dass man immer zwei Viertelfinalpaarungen an einem Abend macht. Also das steht zum Beispiel jetzt schon fest. Gewichtsklasse oder Gewichtsklasse? Nein, das ist unterschiedlich. Wir haben jetzt zum Beispiel am 7. Oktober das Event in Yokohama in Japan. Da haben wir den Kampf Naoya Inoue gegen Juan Carlos Payano. Das ist ein Viertelfinale im Bantamgewicht. Und dann haben wir auf derselben Veranstaltung in Japan noch den Kampf Kirill Relic gegen Eduard Trojanowski. Das ist eine Viertelfinalpaarung im Superleichtgewicht. Also man versucht immer so Doppelheader sozusagen zu haben. Und hat dann dadurch, und jede Woche finden dann diese Kämpfe statt, von Oktober bis wann weiß ich. Und hat dann sozusagen jede Woche zwei Viertelfinalkämpfe. Schön. Haben wir außer Noel Gebor noch als Ersatzmann zum Beispiel irgendwo einen deutschen Boxer? Nicht, dass ich wüsste. Nee, okay. Nee. Aber jetzt habe ich nochmal die Liste jetzt hier mit den Paarungen fürs Cruisergewicht, ja. Wir haben einmal natürlich Mares Brides gegen Noel Gebor, also eine relativ sehr schwere Aufgabe für Noel Gebor in der ersten Runde. Da hatten wir sicherlich gehofft, dass er dann einfacheren Kampf bekommt, aber naja, ist halt auch, wenn man bei der World Boxing Super Series mitmacht, dann muss man damit rechnen, dass man halt auch schon in der ersten Runde gegen die absolute Spitze boxt. Deswegen ist das schon jetzt auch keine so große Überraschung. Noel Gebor wird übrigens von denen nicht mehr als Noel Gebor angekündigt, sondern als mit seinem Originalnamen Noel Mikaelian. Ich glaube, das kann sein, dass das sein ursprünglicher Nachname war. Mhm. Er ist der Adoptivsohn von Koren Gebor. Ja. Ich weiß nicht, woran das lag, ob es da irgendwie jetzt, ob er den Namen abgelegt hat oder so. Weiß ich nicht. Werden wir erfahren. Außerdem haben wir den Kampf Junior Dortikos gegen Mateusz Masternak, Christoph Glowacki gegen Maxim Vlasov und Ruslan Pfeiffer gegen Andrew Tabiti. Genau, das sind auf jeden Fall auch die Paarungen im Cruisergewicht. Das sind sicherlich spannende Paarungen. Also Glowacki gegen Vlasov vor allem halte ich für den
wirklich so ein 50-50-Kampf, kann man fast sagen. Da bin ich sehr, sehr gespannt drauf. Und ja, das sind, also, ja, wenn spannend, wird ein spannender Herbst. Also die World Boxing Super Series mit den vielen Events, die wir dann da haben, wird eine interessante Zeit. Ja, freuen wir uns drauf. Also das wird mit Sicherheit, wie du schon gesagt hast, sehr spannend und ja, verspricht einige schöne Boxabende. Wie war denn das letzte Wochenende bezüglich spannender und schöner Boxabende? Da hatten wir nicht so wahnsinnig viel, wo man jetzt den Wecker extra stellen konnte. Aber so über den einen oder anderen Kampf können wir mit Sicherheit sprechen. Ganz wichtig natürlich, um ja aus dem Namen oder aus dem Munde von Floyd Mayweather zu sprechen, hält er denn noch den Rekord mit den meisten Siegen ungeschlagen, oder mit dem sagen wir mal, besten Kampfrekord der Welt? Einfache Antwort, nein. Nein, weil? Nein. Weil es am Mittwoch einen Kampf gab in Thailand, in Nakhon Sawan. Dort boxte der WBC-Champion im Minimumgewicht Chayapon Munsri gegen Pedro Taduran und hat den Kampf gewonnen. Er stand vorher bei dem Rekord 50-0, also war gleich mit Floyd Mayweather und hat jetzt auch mit einem Punktsieg auf 51-0 erhöht. War eine gute Leistung. Ich habe den Kampf auch nochmal voll angeguckt. Also Munsri sicherlich kein absoluter Superspitzenboxer, aber er ist auf jeden Fall ein guter Mann. Sehr, sehr schöne rechte Gerade. Oder auch halt auch der Cross. Sehr, sehr schön. Ist ein guter Mann. Hat ja auch ein bisschen davon profitiert, dass dem Gegner noch 2 Punkte abgezogen wurden. Das war ein bisschen kleinlich vom Ringrichter, aber er hat es souverän letztendlich gewonnen. Das war auf jeden Fall. Also ich habe nur die Scorecard gesehen, dass einer 118, 108, der andere 115, 111 wertet. Bei wem warst du, wenn du den Kampf gesehen hast? 117 ungefähr. 109 oder was. Einer, glaube ich, irgendwie sich verzählt oder keine Ahnung. 117, 110 gewertet. Ich hätte dann 117, 109 ungefähr. Also ja, war oder 100, auch 116, 110. Also es war auf jeden Fall ein klarer Sieg für Munsri. Daran gab es nichts zu rütteln. Natürlich heißt das natürlich noch nicht, im Prinzip nicht, dass er einen Rekord aufgestellt hat mit 51-0. Ja, weil es gab schon andere Boxer, die wesentlich höhere Rekorde hatten. Die Sache ist aber, dass sie nicht ungeschlagen abgetreten sind. Das ist ja der Causus Knactus sozusagen. Wir hatten den guten Chavez, Julio César Chavez, der war sage und schreibe 87-0 mit seinem Kampfrekord. Bis er dann unentschieden boxte gegen Pernell Whitaker, das war in den 90ern. Also wenn der zurückgetreten wäre mit 87-0, dann wäre er natürlich der Rekordhalter und dann wäre er auch nie wieder eingeholt worden. Das heißt, er hat jetzt sozusagen den Rekord mit Sternchen sozusagen. 51-0 mit Sternchen. Wenn er jetzt abtreten würde morgen, dann ist er natürlich, wäre er der Rekordhalter, aber das gab es noch nie, dass jemand mit 51-7-0 abgetreten ist. Es gibt noch einen anderen Boxer, der auch 51-0, aber der hat noch einen Unentschieden. Der Name fällt mir jetzt nicht ein, ist auch ein bekannter Boxer. In den unteren Gewichtsklassen gewesen. Er müsste jetzt zurücktreten und dann wäre er. Du kannst noch eine kleine Cola Light gewinnen, wenn du den Namen von Munsri mit Vornamen und Fightnamen in einem Rutsch fehlerfrei aufsagen kannst. Also muss ich mal gucken, wie der Fightname noch ist. Hat er ja gar nicht, oder? Es gibt noch einen anderen, er hat noch einen Spitznamen wie alle Thailänder oder einen Alternativnamen. Das, was in BoxRec angemerkt ist als Alias. Ja, mit dem Namen wurde er auch angekündigt. Ja. Also sein Originalname ist auf jeden Fall Chayapon Munsri. Ja. Oh, kann ich schon. Den kann ich aussprechen. Ja. Und der andere ist Van Heng Menayotin / Kayangada. Naja. Du bist Ringsprecher, nicht ich. Ja, sagen wir mal, das ist eine Viertel kleine Cola Light, die du dann nächstes Mal bekommst. Gut. Ich will aber keine Light, ne? Zerro will ich haben. Zerro, leck mich doch am Zuckerli.
Okay, wir hatten noch einen anderen Kampf, der jetzt auch nicht die Welt aus den Angeln gehoben hat, aber immerhin war es ein ganz netter Kampf. Da ging es um welchen Gürtel? ABU, glaube ich, ne? ABU-Gürtel, kann das sein? Vernachlässigbar. Ja, und zwar zwischen Tabiso Mchunu und Tommy Boy, nee, Tommy Gunn, Thomas Osthuizen aus Südafrika. Das Ganze war im, wo haben sie gekämpft? Im Cruisergewicht, ne? Also Tommy Gunn, der ist ja irgendwie auch die letzten 5 Jahre 3 Gewichtsklassen hochgegangen, glaube ich. 2, ja. 2, vom Supermittel ins Halbschwer ins Cruiser, ne? Ja. Genau. Und hat jetzt im Alter von 30 Jahren den weltbekannten ABU-Gürtel sich geholt in einem Kampf über 12 Runden. Also musste über die Runden gehen, also das heißt, musste aber auch kein ganz verkehrter Gegner. Ja, und hat dann diesen Gürtel gewonnen. Du hast den Kampf mit Sicherheit gesehen. Das habe ich. Erstmal war es natürlich ein relativ großer Größenunterschied, ne? Osthuizen mit 1,93, Tabiso Mchunu offiziell 1,80, wahrscheinlich eher 1,75. Also schon ein enormer Unterschied, was das betrifft. Beide Rechtsausleger. Also das war schon eine interessante Sache. Osthuizen ist mehr über die Workrate gekommen, hat versucht, viele mehr Hände zu schlagen. Tabiso Mchunu ist grundsätzlich eher ein defensiv ausgerichteter Boxer, der halt auch viel mit der Shoulder Roll arbeitet, also versucht, Schläge dann Gegner so ein bisschen zu locken, ins Leere laufen zu lassen und dann mit der linken Schlaghand zu kontern. Das hat er auch teilweise sehr gut gemacht. Also er hat grundsätzlich die härteren Treffer landen können. Er hat auch Osthuizen, glaube ich, Ende der zweiten Runde einmal schön anklingeln können. Aber es ist halt immer so eine Sache. Als Punktrichter wertest du jetzt Aktivität oder wertest du die genaueren Treffer, die härteren Treffer? Ist immer so ein Grad, ne? Also du musst da immer sehr schwer gucken. Das sind oft Kämpfe, die sehr schwer zu werten sind. Das war auch bei dem so der Fall. Ich würde aber sagen, dass Mchunu schon den Kampf hätte auch gewinnen, hätte verdient. Also man hätte ihn im Kampf durchaus geben können. Letztendlich hat Osthuizen. Er war auch sehr überrascht, ne? Um schon nach dem Kampf. Also hat nicht verstanden, dass er den Kampf verloren hat. Nee, der war schon entsetzt ein bisschen, ja. Gut, das ist aber öfter bei Boxern so, ne? Ist auch egal. Manche sind auch entsetzt, wenn sie eigentlich jede Runde verloren haben, aber. Ja, also war ein glücklicher Erfolg für Osthuizen. Sicherlich schade für Mchunu, der sich vielleicht auch gedacht hätte, vielleicht noch ein bisschen mehr machen können, hier und da. Noch ein bisschen aktiver, weil er kam ja immer wieder gut durch mit der Linken. Und hätte da vielleicht noch ein bisschen mehr dann auch noch auf den K.O. gehen können. Ist ärgerlich viel. Also Mchunu, muss ich sagen, wenn ich da so 4, 5 Jahre zurückgehe, ne, das war, ich muss mal kurz nachgucken, wann war denn das genau? Genau, im August 2013. Da hat er Eddie Chambers geschlagen. Im Cruisergewicht. Mhm. Eddie Chambers war damals runtergegangen für einen Kampf. Also Eddie Chambers hatte zuvor gegen Klitschko, gegen Adamek verloren im Schwergewicht, ist dann runtergegangen und dachte sich, ja, den Afrikaner hau ich mal eben so weg und wurde komplett vorgeführt von Mchunu. Also chancenlos war der, hat fast jede Runde verloren in dem Kampf. Danach hat er auch noch Durudola, den Nigerianer, geschlagen. Also man dachte so, ah, der Mchunu, das ist eine richtig gute Nummer. Und dann kam dieser Kampf gegen Ilunga Makabu, wo er dann halt auch in Führung liegend ausgenockt wurde. Und danach ging es ja bergab. Dann kam Usyk, ne? Gegen Usyk verloren, gegen Bejarano hat er verloren. Hat da so ein bisschen, ist auf dem Abstieg ein Ast dann gewesen. Ja gut, Bejarano ist aber auch jetzt kein Fallobst, ne? Nee, natürlich, aber trotzdem. Ne? Also man dachte halt, Mchunu könnte der nächste Mann sein damals im Cruisergewicht und dann sozusagen so eine Rolle als ganz ordentlicher Contender, aber nicht so für die Spitze reicht es nicht, da in dieses Feld abzurutschen, ist dann halt schon etwas enttäuschend. Na gut, das war auf jeden Fall das zurückliegende Wochenende. Nicht wirklich berauschend, aber das war so ein bisschen Luft holen quasi für die nächsten Wochen und Monate. Da geht's ja unglaublich ab. Es ist so krass, dass wir letzte Woche schon über das jetzt kommende Wochenende sprechen
wollten, mussten, weil es so viele große Kämpfe gibt, dass die Zeit gar nicht gereicht hätte, darüber zu sprechen. Aber wir versuchen es mal jetzt ein bisschen im Schnelldurchgang, was nächste Woche ansteht. Womit fangen wir denn mal an? Was denn mit Adam Kownacki? Wollen wir damit mal anfangen? Gegen Charles Martin? Können wir machen, ja. Barclays Center in Brooklyn wird gekämpft. Interessanter Kampf. Charles Martin, wir erinnern uns, hat recht interessanten K.O. gehabt gegen AJ. Habe ich im Büro auf Leinwand, wollte ich Kampf unbedingt sehen, war, glaube ich, Sat.1 lief da. Sicher? Ja, ich glaube, Sat.1 hat ihn damals nach einer Sauerland-Veranstaltung als Aufzeichnung gezeigt. Ja, ich meine, das war das gleiche Event, wo Ilbay gegen Kavaljauskas. Nee, der war ja in Vegas, das kann nicht sein. Aber es war der gleiche Tag, glaube ich. Da habe ich mich furchtbar aufgeregt darüber, weil die Ilbay nur Ausschnitte, glaube ich, gezeigt haben. Aber egal. Ilbay vielleicht gegen. Nicht gegen Angelo Frank. Nee, gegen Kavaljauskas war das. Nein. Doch. Echt? Warte, gucke ich jetzt. Ich guck mal, ja. Ich guck auch separat mal nach. So, 9.4. Klar, weiß ich auch noch. Ja, 9.4. Weiß ich noch ganz genau. Ah ja, da war die Veranstaltung Jack Kulkai gegen Jean-Carlos Prada. Kann sein, ja. Auf Sat.1 und haben sie im Anschluss die Veranstaltung gezeigt. Genau. So, auf jeden Fall Charles Martin ungeschlagen ging er, glaube ich, gegen Joshua ins Rennen. Hat einmal unentschieden geboxt, früh in der Karriere. Ansonsten unfassbare K.O.-Quote auch gehabt. Natürlich jetzt nicht die riesen Leute geschlagen. Und dann irgendwie runtergegangen, zweite Runde, sah recht frisch aus. Ja, was du vorher noch erwähnen musst, ist ja, dass er ja Weltmeister war. IBF, damals, ne? Er war ja, das war ja so, Fury hat den Titel ja niederlegen, oder wurde er aberkannt, der Titel, ja, bei der IBF, weil er seiner Pflichtherausforderung nicht nachgekommen ist. Das war Vjacheslav Glaskov. Und da Charles Martin auf Platz 2 gerankt war, aus welchen Gründen auch immer, also weiß ich bis heute nicht, wie er da gerankt werden konnte, auf Platz 2, weil er zuvor ja halt nur gegen eher überschaubare Gegner geboxt hat. Und dann kam der Kampf zustande gegen Glaskov. Das war, glaube ich, auf der Undercard von Spilka gegen Wilder. Ja. Und dort hat er ja in der dritten Runde gewonnen, ohne eigenes Zutun sozusagen. Glaskov hat sich das Knie da verletzt und musste aufgeben. Der ist auch nicht mehr zurückgekommen, oder? Glaskov ist seitdem nicht mehr zurückgekommen. Ist er offiziell, ich glaube, soweit ich weiß, ist er das Knie wieder in Ordnung, aber irgendwie scheint er nicht mehr zu boxen. Na gut, auf jeden Fall, Martin hat also den Gürtel gehalten, kämpft gegen Joshua, wird angezählt und will aufsteigen und schafft es aber nicht. Ja, der wusste, was die Stunde geschlagen hat, zweimal erwischt worden mit der rechten Zahl jeweils unten und hat das dann so gemacht, dass er bei 9 3/4 aufsteht, so langsam, und sich dann wundert, wenn er ausgezählt wird. Also meinst du, war geplant, ja? Ja, da wusste der, der hat da gemerkt, dass er chancenlos ist. Ist dann abgedreht, ne? Der Charles Martin, richtig, psychisch auch. Also der hat da einige Videos dann auch veröffentlicht von sich, wo er offensichtlich schwerst auf Drogen war, und das war nicht nur Marihuana, sondern hartes Zeug. Wurde dann auch angeschossen danach nochmal. Also es ging sehr, sehr turbulent bei ihm zu. Hat er wahnsinnig viel Kohle bekommen für den Kampf gegen Joshua. Also wir reden da von 3-4 Millionen Dollar oder so. Was für einen Mann, der vorher halt irgendwie relativ unbedeutend war, schon ziemlich viel ist. Ja. Und jetzt hat er seinen ersten großen Kampf wieder. Gegen aber auch einen starken Mann. Kownacki ist ein starker Mann. Ist ein interessantes Duell in der Hinsicht, dass Kownacki jemand ist, der eigentlich keine Defensive hat. Ja. Er hat eigentlich keine Defensive. Er geht eigentlich nur nach vorne und schaltet in den Angriffsmodus und fängt sich dabei einfach auch wahnsinnig viele glatte Hände. Die Frage ist, ob er die auch von Martin nehmen kann. Ne? Weil glaub, bei allem, was man über Martin sagen kann, ist eher so einer der schwächeren Weltmeister gewesen im Schwergewicht.
Power hatte der. Also oder Power hat der. Ne? Also ist schon jemand, der mit der Linken aus der Rechtsauslage eine Menge Kraft generieren kann. Und wenn du da allzu viele klare Treffer nimmst, dann kann das auch nach hinten losgehen. Deswegen, das wird ein spektakulärer Kampf, glaube ich. Ja, freue ich mich auch drauf. Was glaubst du, wer gewinnt? Nee, ich glaube, dass Kovnatski gewinnt, weil Martin zu lang raus war und zu wenig Profis. Ich glaube nicht, zu viel Ringrost hatte. Also seitdem Joshua-Kampf nur 2 Kämpfe gehabt. Und Kovnatski ist auf dem Weg, auf dem aufsteigenden Ast. Kovnatski durch K.O. Ja, sag ich. Aber es wird ein schönes Slugfest. Was haben wir denn sonst noch auf der Veranstaltung? Barclays Center, Brooklyn, da gibt es doch mit Sicherheit mehr als Kovnatski gegen Charles Martin. Natürlich der Hauptkampf, den wollen wir natürlich besprechen, um den sich auch eigentlich alles dreht. Danny Garcia gegen Sean Porter. Das Ganze um den vakanten WBC-Titel im Weltergewicht, der zuvor von Keith Thurman gehalten und dann niedergelegt wurde. Ja, das ist der Kampf des Wochenendes auch im Prinzip, meiner Meinung nach zumindest. Zwei sehr, sehr starke amerikanische Boxer, die schon mit allen großen Leuten im Ring standen. Porter hat seine 2 Niederlagen auch nur gegen Keith Thurman, die sehr etwas umstritten war, und gegen Cal Brook, die auch sehr knapp war, erlitten. Hat dann außerdem aber Adrian Broner zum Beispiel geschlagen, hat Devin Alexander geschlagen, Andre Berto, Pauli Malignaggi, also viele Leute. Danny Garcia hat damals gegen Lucas Matisse überraschend gewonnen, wo er Außenseiter war. Das war noch im Halbweltergewicht. Zuvor hatte da auch noch Amir Khan ausgenockt. Also viele, viele gute Siege, aber auch ein paar fragwürdige Urteile für ihn. Ist ein interessanter Kampf in der Hinsicht, dass Garcia, glaube ich, noch so ein Kämpfer wie Porter noch nie geboxt hat. Porter so ein bisschen Tyson-esque, also der ein bisschen diesen Peekaboo-Style hat. Der geht runter, taucht ab und explodiert dann sozusagen aus dieser Bewegung raus, dann mit einer Overhand-Right über die Führhand geschlagen. Und das ist interessant, wie Garcia damit umgehen wird. Der ist ja eher mag, wenn der Gegner so ein bisschen bedächtig auf ihn zukommt und nicht so allzu aggressiv. Garcia hat natürlich eine Waffe, das ist der linke Haken, mit dem hat er ja damals auch Amir Khan ausgenockt. Wenn er den voll landet, dann kann auch ein Porter, wenn er ein bisschen unbedacht ist, vielleicht mal auch zu Boden gehen. Das kann durchaus passieren. Ich tippe hier allerdings auf Sean Porter, da ich was ich von so Garcia gesehen habe auch, der nicht allzu viele Stärken im Infight hat und Porter wiederum sehr, sehr stark ist und unheimlichen Druck aufbauen kann über 12 Runden. Und ich glaube, er wird Garcia den Schneider abkaufen und eine relativ klare Decision gewinnen. Ich würde aber noch die Option mir offen halten, dass sozusagen einer der Punktrichter aus irgendeinem Grund das noch anders wertet und es demnach eine Split-Decision wird. Aber ich tippe auf Porter nach Punkten und hoffe ich auch, weil Porter, guter Mann, sehr sympathisch. Andere Seite nicht so sympathisch. Heißt, das ist so das alleroberste Regal im Weltergewicht. Jetzt sagen wir mal Platz 2 bis 5 werden die beiden sich ungefähr bewegen. Keith Thurman, ganz kurz angesprochen, hat jetzt auch seit einem Jahr nicht mehr gekämpft. Kommt da noch was? Also 1,5 Jahren sogar, ne? Also Anfang 2017 hat er ja gegen Garcia geboxt, hat er den gewonnen. Das war Garcias einzige Niederlage. Ja, hat danach viele Verletzungsprobleme, hat den Titel niedergelegt. Man weiß nicht genau, was bei Thurman los ist. Ich habe auch das Gefühl, dass er nicht mehr einen absoluten Willen hat, aber er soll jetzt zurückkommen in den nächsten Monaten und wieder einen Kampf bestreiten. Ist ein bisschen schade, was aus Thurman geworden ist, der immer auch so jemand war, der die Herausforderung gesucht hat, der immer auch alle herausgefordert hat, und jetzt hat er sich so ein bisschen versteckt in den letzten 18 Monaten. Das ist schade, und ich hoffe, dass er zurückkommt und das Weltergewicht wieder bereichern kann. Also, das ist das erste Regal im Weltergewicht. Das zweite kämpft aber auch. Da haben wir noch einen schönen weiteren Kampf im Weltergewicht. Genau, da ist der Kubaner Jordanis Ugas. Der wird da auf jeden Fall auch nochmal boxen gegen César Miguel Barrio Nuevo aus Argentinien. Das ist halt auch so ein bisschen unbeschriebenes Blatt. Der hat auch hauptsächlich in Argentinien geboxt.
Das heißt, wie stark der wirklich ist, weiß ich nicht. Dafür weiß ich, dass Jonas Ugas auf jeden Fall jemand ist, der viel drauf hat. Er zuletzt gegen Ray Robinson Anfang des Jahres auch gewonnen. Sehr, sehr guter, vorzeitiger Sieg. Hat er einige Niederlagen so in der früheren Phase seiner Karriere, hat sich seitdem wieder gefangen. Auch gegen Thomas Dulorme hat er zum Beispiel gewonnen. Also ist ein guter Mann, guter Boxer, der schöne Führhand auch schlägt. Ich glaube, der wird den Kampf auch gewinnen und sich dann hoffentlich auch für einen WM-Kampf endlich in Stellung bringen. Warten wir vielleicht gegen den Sieger des Main Events. Oder vielleicht auch gegen den Verlierer, ne? Also könnte auch nochmal so ein, dass der Sieger, sagen wir mal, Ugas gegen, jetzt sagen wir mal, Garcia, danach nochmal die Chance bekommt. Könnte ich mir auch gut vorstellen. Klar, kein Problem. Also das wäre das alles. Alles denkbar. Gut, was haben wir denn sonst noch für Veranstaltungen kommendes Wochenende? Ja, dann haben wir noch so eine Veranstaltung, so ein bisschen für die Hardcore-Fans, wenn man so will. Man sagt ja immer so, die ganz niedrigen Gewichtsklassen, die sind nicht ganz so beliebt. Allerdings, es gibt jetzt eine Veranstaltungsreihe von Tom Loeffler, die nennt sich Superfly. Es gab ja schon zwei Veranstaltungen auf HBO unter dem Namen. Und es ist die dritte Ausgabe, wieder mit Boxern aus dem Superfliegengewicht, beziehungsweise auch Fliegengewicht. Boxer werden, glaube ich, unten auf der Undercard noch zu sehen sein. Auf jeden Fall haben wir wieder drei interessante Kämpfe. Es ist, würde ich sagen, insgesamt die schwächste von den Superfly-Cards. Aber immer noch ganz in Ordnung. Wir haben einmal Juan Francisco Estrada, der auch bei der letzten Superfly-Card geboxt hat. Der dort verlor er knapp gegen den Thailänder Srisaket Sorangvisai. Einer der besten Kämpfe des Jahres. Der Box gegen Felipe Urukuta. Der ist ebenfalls aus Mexiko ein erfahrener Mann, der sehr, sehr schlagstark auch ist. Ja, das ist eine gute Ansetzung, aber ich denke, dass Estrada, der wirklich auch Pound-for-Pound-Level ist, was die boxerische Qualität ist, betrifft, sich hier durchsetzen wird. Muss natürlich aufpassen, natürlich auf den Puncher Urukuta. Das ist eine gute Ansetzung. Dann haben wir noch einen WM-Kampf im Superfliegengewicht. Das Ganze um einen vakanten Titel. Donny Nietes boxt dort gegen Aston Paliste. Die beiden sind ja von den Philippinen. Donny Nietes war jahrelang Champion zwei Gewichtsklassen weiter unten im Halb- und im Fliegengewicht. Der hat auf der letzten Superfly-Card auch geboxt. Dort hat er seinen Fliegengewichtstitel gegen Juan Carlos Rico vorzeitig gewonnen, in einer sehr, sehr guten Vorstellung. Nietes ist so jemand, der sehr, sehr, sehr spät so zum Ruhm gekommen ist. Jetzt schon 36, ist aber allerdings schon, glaube ich, seit 2004 oder so ungeschlagen. Und hat sich jetzt so langsam auch so in die Pound-for-Pound-Listen hochgeboxt. Und der boxt jetzt zum ersten Mal auch im Superfliegengewicht um den vakanten WBO-Titel gegen Aston Paliste. Ist sicherlich auch ein ganz ordentlicher Gegner, der ihm allerdings, wenn er seinen Pound-for-Pound-Status auch etablieren will, kein allzu großes Problem sein sollte. Allerdings im Superfliegengewicht, muss ich mal sagen, in so einer Gewichtsklasse, die Kämpfe sind immer actionreicher, wenn wir Boxer haben, die dann überlegen sind, wird es da immer gut abgehen. Der beste Kampf der Card, meiner Meinung nach, ist zwischen Katsuto Ioka und Mac Williams Arroyo. Katsuto Ioka war eigentlich schon zurückgetreten, hat letztes Jahr seinen Rücktritt bekannt gegeben. Er war damals Weltmeister im Fliegengewicht der WBA. Und jetzt kommt er allerdings zurück, wahrscheinlich weil er ihm ein gutes Angebot gemacht hat. Und boxt hier gegen Mac Williams Arroyo. Der wiederum hatte bei der letzten Superfly Card ebenfalls einen Auftritt und den wahrscheinlich besten Sieg seiner Karriere gegen Carlos Cuadras.
Das war eine sehr, sehr starke Vorstellung von ihm. Also ich glaube, das ist ein sehr, sehr spannendes Duell. 50-50 würde ich sagen. Ich würde vielleicht Vorteile bei McWilliams Arroyo sehen, aber das ist sicherlich der spannendste Kampf. Kann man sich auf jeden Fall mal angucken, die Superfly-Card. Leider wird sie nicht in Deutschland übertragen. Die letzte Card wurde, glaube ich, auf The Zone gezeigt davon, aber diesmal nicht. Das heißt, muss da auf anderen Wege fündig werden. Aber wäre gut, also wer nicht so mit den niedrigen Gewichtsklassen vertraut ist, beziehungsweise da so ein bisschen Berührungsängste hat, soll sich das ruhig mal anschauen, weil die sehr, sehr gutes Boxen bieten in der Regel und man da dann auch so auf seine Kosten kommen kann. Hört sich spannend an, Superfly Nummer 3. Wir haben ansonsten noch einen Boxer, über den wir gerade eben auch schon mal kurz gesprochen haben, aufgrund seiner Niederlagen, glaube ich, war es, seine Niederlage gegen Danny Garcia. Und zwar geht es um King Khan. Amir Khan wird auch kämpfen am kommenden Wochenende in Birmingham, glaube ich. Birmingham, in Birmingham gegen Samuel Vargas. Da geht es um keinen Gürtel, aber auch da wird ein toller Weltergewichtskampf stattfinden. Also wir sehen im Weltergewicht, da sind echt tolle Kämpfer unterwegs und da gibt es tolle Paarungen jetzt in den nächsten paar Tagen. Es geht, wie gesagt, gegen Samuel Vargas. Aus Kolumbien kommt der gute Mann. Und verspricht auch einen spannenden Kampf zu werden. Er hat auch gegen Danny Garcia, glaube ich, mal gekämpft, auch verloren. Müsste eigentlich eine Sache sein, die Amir Khan für sich entscheidet. Ja, denke ich auch. Samuel Vargas, war ich ein bisschen enttäuscht über die Ansetzung, muss ich ehrlich gestehen. Hatte mir da schon erhofft, dass Amir Khan, nachdem er ja schon den Aufbaukampf hatte, zuvor, dass er jetzt vielleicht einen stärkeren Gegner boxt. Also, naja, gut. Aber vielleicht Vargas hat natürlich jetzt auch eine gute Vorbereitungszeit bekommen. Ich glaube, 10 Wochen konnte er sich vorbereiten, deswegen ist es halt auch nicht so eine Nummer von wegen, wir verpflichten mal kurzfristig ein. Also er hatte Zeit, sich vorzubereiten, er wird dann vielleicht versuchen, auch da reinzugehen, um nicht nur zu überleben, sondern auch vielleicht noch eine Überraschung zu sorgen, wie es bei Khan ja immer so ist. Ne? Bei Khan, wissen wir ja, hat ein relativ schwaches Kinn und da rechnet sich wahrscheinlich auch an Samuel Vargas was aus, ne? Wenn er dann einmal durchkommt vielleicht, dass es dann doch für ihn zur Überraschung reicht. Allerdings glaube ich, dass ein Khan so fokussiert auch ist, dass und so diszipliniert auch boxen wird, weil wir wissen, ein Khan will noch mal ein riesen Duell machen. Also der ist ja so ein bisschen unerfülltes Potenzial bisher. Ist ja jemand aus Pakistan ursprünglich, also mit pakistanischen Roots. Das heißt, er ist in diesem Raum sehr, sehr beliebt, hat sehr, sehr viele Fans. Auch in Asien, also generell in Asien im Bereich. Und ich glaube, da wäre ein Kampf zum Beispiel gegen Pacquiao immer noch eine Riesennummer. Und da könnte er immer noch absahnen. Ich glaube, das will er noch machen. Das heißt, ich glaube, er wird dann relativ klar das Ding machen und vorzeitig auch gewinnen, denke ich. Aber nicht allzu früh, nicht so schnell wie beim letzten Mal, wo er den Gegner leider, weiß ich nicht, gefühlt 10 Sekunden da aus dem Ring gehauen hat. Also, sollte Khan das machen, ist im Großen und Ganzen jetzt keine allzu spektakuläre Card auch. Jason Wellborn verteidigt seinen British Title im Mittelgewicht noch gegen Tommy Langford. Das ist ein ganz guter Kampf, ist, glaube ich, ein Rematch. Ansonsten, ja, eine relativ unspektakuläre Card, nichts allzu Außergewöhnliches. Ich hätte jetzt gedacht, dass der Zone den schon zeigt, die Veranstaltung, weil sie ja eine Kooperation haben mit Matchroom. Ist bisher noch nichts angekündigt worden. Werden wir dann noch sehen, ob die vielleicht am Wochenende doch noch gezeigt wird. Überträgt The Zone eigentlich irgendwas am Wochenende? Nee. Gar nichts. Ich hatte ja geguckt. Da war es auch nicht. Ich hatte gedacht, jetzt übertragen sie die Card zumindest. Ach so, okay. Wegen der Matchroom-Partnerschaft. Ist bisher noch nicht angekündigt worden. Das heißt, man muss in der Woche sich umgucken, ob es da noch was, eine Vermeldung gibt. Also The Zone hat momentan gar nichts im Schedule. Also hat keine nichts, was sie demnächst zeigen werden. Das kann sich in den nächsten Tagen aber noch ändern. Ich denke mal, dass Joshua gezeigt wird gegen Povetkin am 22. Gut möglich auch, dass Joe Golovkin gegen Canelo gezeigt wird. Das wird man alles noch sehen. Und wir werden es euch dann rechtzeitig mitteilen. So machen wir es. Kampf haben wir noch, über den wir sprechen müssen. Wahrscheinlich einer der bekanntesten Boxer der Welt. Denis Lebedev
sehr bekannt aufgrund verschiedener Bilder, die von ihm viral gegangen sind, mit einem unglaublich entstellten Gesicht aufgrund einer Beule eines Cuts, den er sich zugezogen hat. War es gegen Gaziev? Nee, es war gegen Guillermo Jones damals, 2013 glaube ich. Das war ja dieser fürchterliche Kampf, wo Jones nachher auch auf Doping positiv erwischt wurde und ja. Eine ganz fürchterliche Verletzung, ja. Ja, richtig heftig, richtig heftig. Der kämpft jetzt auf jeden Fall gegen unseren oder meinen geliebten Hisni the Warrior, Altunkaya. Hier bei mir aus der Region kenne ich seit vielen, vielen Jahren, der jetzt irgendwie wirklich Wahnsinnskämpfe reinbekommen hat in der letzten Zeit. Also ich bin bei Hisnis Veranstaltung seit 10 Jahren, glaube ich, oder 8 Jahren oder sowas. Und jetzt auf einmal Klovatski, Schuminov, Lebedev. Da geht's gut bergauf. Leider noch keinen gewonnen bis jetzt. Aber gegen Schuminov hat er sich gut präsentiert. Gegen Klovatski 5 Runden gestanden, gegen Schuminov 9 Runden gestanden. Aber ich darf es nicht zu sehr aus der Fanbrille sehen, muss ich auch sagen. Also das wird natürlich sehr, 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 sehr schwer. Ja, wobei Lebedev natürlich auch schon einige Kilometer auf der Uhr hat. Viele Kartekämpfe, relativ hohes Alter. Und ich muss auch sagen, er war auch relativ lange inaktiv jetzt. Ich habe immer so Bilder gesehen von ihm, auch bei so anderen Events. Der war zwischenzeitlich ziemlich in die Breite gegangen, also mit dem Gewicht. Der sah auch aus, als wenn er 110 Kilo oder so drauf gehabt hätte. Also der war ziemlich völlig. Warte mal. Der wird einiges an Kilo gemacht haben. Das heißt, ja, ich denke mal, mit Lebedev, da kann man nicht mehr allzu viel erwarten. Also. Aber es sollte natürlich zum Sieg gegen Altunkaya reichen. Das muss man so klar sagen. Ja, schade, dass Lebedev irgendwie, weiß nicht, hat nie so diesen ganz großen Sieg gehabt in seiner Karriere. Natürlich einige gute. Damals gegen Alexander Alexejew in Deutschland. Der Hoffnungsträger Alexejew, den damals ausgenockt. Dann dieser Kampf gegen Marco Hug, den er meiner Meinung nach relativ klar gewonnen hat. Da wurde er, ja, kann man fast sagen, betrogen. Dann dieser Kampf gegen Guillermo Jones, na, also wo er abgebrochen wurde, wo er diese fürchterliche Verletzung hatte, Guillermo Jones, der positiv erwischt wurde, dann das knappe Kampf gegen Gaziev, also er hat natürlich ein paar gute Siege noch drauf gehabt gegen Kalenga zum Beispiel und so weiter, aber es hat jetzt nie so ganz sein Potenzial da in der Hinsicht erfüllt. Aber meiner Meinung nach immer ein sehr, 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 sehr starker Boxer. Schauen wir uns an. Wir freuen uns auf jeden Fall auf diesen Kampf. Wir freuen uns auf das kommende Wochenende. Da ist wirklich einiges geboten. Wir haben viel zu erzählen nächste Woche. Da freue ich mich schon enorm drauf. Es gibt viel zu schauen. Und wir wünschen euch allen ganz viel Spaß beim kommenden Boxwochenende. Lieber Finn, danke für deine Zeit. Danke für deine tollen Einschätzungen. Und ich freue mich auf nächste Woche. Ich freue mich auch. Bis dann. Mach's gut. Ciao. Ciao.